Wanderglück in NRW. 50.000 Kilometer Wegstrecke in wunderbarer Natur. Wandern ist gut für Körper, Geist und Seele. Das wissen immer mehr Menschen bei uns im Westen. Und darum haben immer mehr NRWler Wandern zum Hobby gemacht. Und auch im Haushaltscheck wird heute gewandert. Rucksack aufgeschnallt, Schuhe festgeschnürt. Wie viel Ausrüstung braucht man eigentlich für so eine Wanderung? Das ist mein Rucksack. Das ist dein Wanderrucksack? Ja, also das ist mein Rucksack. Ich hab bis jetzt noch nicht verstanden, wozu ich einen Wanderrucksack brauche. Ja, und spätestens nach 2 Stunden fängt ja dann der Magen ein bisschen an zu knurren. Gut, dass die Industrie sich da Produkte ausgedacht hat, vom Müsli-Riegel bis zum Energy-Drink. Wie sieht denn der optimale Wanderproviant aus, der uns lange und nachhaltig satt macht? Hier haben wir konstruierte Produkte, die eigentlich eher Werbung machen, nur mit Low Carb, mit proteinreich etc. Naja, mit Schlagworten einfach, die man sowieso nicht richtig versteht. Vom Wanderanfänger zum Wanderprofi, heute im Haushaltscheck. Der Haushaltscheck mit Yvonne Willix. Ihr Thema heute, Wanderglück für alle, gut ausgerüstet, Natur genießen. Wandern, ein Hobby, das immer mehr Deutsche für sich entdecken. 2022 waren es immerhin 40,2 Millionen. Wie bei jedem Trend verdienen Handel und Industrie gerne mit. 94% der Wanderer achten auf Rucksack und passende Wanderschuhe. Dafür geben sie eine Menge Geld aus. Wasserabweisend oder wasserfest. Jacken in allen Preisklassen. Schuhe von leicht bis kompakt für alle Wege. Dazu Stöcke, Socken, Mützen und Co. Im Jahr 2022 verdiente die Industrie rund 255 Millionen Euro. Doch was braucht man davon wirklich? Das erfahre ich gleich von Wanderexperte Marvin Isenberg. Der Sportwissenschaftler macht seit 10 Jahren Menschen fit fürs Wandern. Und auch für uns geht's heute raus in die Natur, zusammen mit einer Gruppe aus Outdoor- und Wanderenthusiasten. Dabei erzählen sie mir von ihren Erlebnissen. Wandern für alle. Tipps für die Wanderung. Hallo, guten Morgen. Also ihr seid alle richtig wandererfahren, ne? Und ich nicht so, ehrlich gesagt. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns gleich ein bisschen unterhalten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir los. Packen wir's. Ja? Okay. Gemeinsam geht's durch Sauerland. Yvonne holt sich einige Tipps rund ums Thema Ausrüstung, die sie sich später noch von Marvin genauer zeigen lässt. Doch wie startet man überhaupt in eine Wanderung, ohne am nächsten Tag mit Muskelkater aufzuwachen? In dem Zuge empfehle ich, sich zumindest mal vor dem Wandern vorzubereiten. Das heißt, körperlich Schwächen auszumerzen. Ah, Moment, stehen bleiben. Körperliche Schwächen werden ausgemerzt. Ich empfehle immer meinen Wander-Warm-up. Ja. Einfach aus dem Grund, die meisten fahren irgendwie zu einer größeren Wanderung. Ja, sei es jetzt mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Und aus dieser sitzenden Position einmal rauskommen, die Fußgelenke warm machen. Beispielsweise mit so einer Unterschenkelpumpe, ja, wo man sich auf die Zehenspitzen hochdrückt. Gut. Und dann die Fußspitzen andrückt. Dürft ihr auch alle mitmachen gerne. Deswegen, was kann man noch machen? Was ich ganz schön finde, ist, wenn wir stehen und unser Bein ganz gestreckt versuchen zu heben. Das hat viele Vorteile. Ne? Die hintere Beinmuskulatur, die wird so ein bisschen gedehnt, gestretcht. Und die vordere Oberschenkelmuskulatur, die wird aktiviert, was uns dann hilft, wenn wir gleich bergauf, bergab vielleicht mal auch in die Knie gehen müssen. Jetzt habe ich schon gehört, du hast wahrscheinlich schon mal Probleme gehabt mit so krassen Muskelkater oder Knieschmerzen oder so. Ja, ja? Auf jeden Fall. Gerade beim Berg runtergehen. Ja. Ist das schon ganz extrem, man unterschätzt das. Ne? Wo man ist denn denkt dann der immer, ja, in den Oberschenkeln, ja, oder auf Schienbein sogar, je nachdem, was genau, für Strecken. Ja, ja, das stimmt. Und, ne? Berg runter, Vorderseite Beine müssen arbeiten, ja. Berg hoch, genau. Rückseite Beine müssen arbeiten. Gut, und da denkt man gar nicht unbedingt dran. Ne? Einfach kalt loswandern sollte man also besser nicht. Sonst können die Beinmuskeln verkrampfen. Damit die Last auf dem Rücken nicht so schwer drückt, gibt es spezielle Wanderrucksäcke. Da frag ich mich, reicht nicht auch ein stinknormaler Rucksack zum Wandern? Das reicht doch für so eine 2-Stunden-Wanderung aus, oder nicht? Ich finde das auch total ausreichend für heute zumindest. Ja. Aber das muss man natürlich auch immer dem Anlass entsprechend anpassen. Hast du denn auch einen so mit hier Gestell und sowas? Genau, also für eine richtige Bergtour habe ich auch einen mit Hüftgurt. Was macht das angenehmer tatsächlich? Ja, das Gewicht, was man dann, also den ganzen Proviant zum Beispiel, muss man dann nicht auf den Schultern tragen, sondern auf der Hüfte.
Und das ist von der Gewichtsverteilung einfach ein bisschen schöner zum Wandern. Und trinken ist wichtig. Habe ich mit einem Ohr gehört. Wie viel soll man bei einer Wanderung trinken? Also pro Stunde, gibt es da eine Faustregel oder so? Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, einen halben Liter sollte man pro Stunde mal mindestens einen halben zuführen. Liter? Ja. Aber ist das einer der größten Fehler, dass die Leute nichts trinken auf einer Wanderung? Weil sie eben auch Sorge haben, oh, ich habe keine Toilette zur Verfügung oder so. Keine Toilette oder wirklich Gewicht sparen oder einfach nicht drüber nachgedacht. Kennst du das mit so Erschöpfungen bei einer Wanderung? Ja, schon ziemlich. Ja? Inwiefern? Erzähl. Ja, je nachdem, was man angepasst für sich läuft, wie viele Kilometer, kann das schon an verschiedenen Stellen auch sehr müde werden. Auch der Körper wird dann müde. Ne? Ja. Manchmal im Rücken, manchmal in der Oberschenkel, in den Beine, manchmal auch in den Füße. Man merkt, dass die Körperteile dann echt schwächer werden. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Trinken ist so wichtig. Und um Unterzuckerung vorzubeugen, kommt es auch auf die richtige Mahlzeit an. Darum geht's später in der Sendung. Damit es sich überhaupt federleicht laufen lässt, schwören viele Wanderer auf ordentliches Schuhwerk. Bei dir beispielsweise sehen fast aus wie Turnschuhe, ne? Warum hast du dich für die entschieden? Ja, ich gehe jetzt nicht viel ins Gelände, also nicht diese Wanderungen hier im Sauerland oder so auch schon mal, sondern mehr eben so lange Wanderungen, 30, 50, 60, 100 Kilometer. Und dann wären die schweren Wanderschuhe halt zu viel. Was passiert dann? Die sind zu schwer auf die Dauer, meine Füße tun weh und mit den leichten Schuhen kann ich viel besser laufen und meinen Füßen geht es viel besser. Und die Gefahr des Umknickens, da hätte ich ja immer Schiss. Das ist ja eine der häufigen Sachen, die so beim Wandern passieren, dass man sich vertritt oder wie man das so ausdrückt. Da habe ich jetzt keine Probleme mit. Nee, nicht wirklich. Aber du bist durchaus schon mal umgeknickt, ne? Ich bin durchaus umgeknickt, obwohl ich gute Schuhe gedacht habe, an Füßen gehabt zu haben. Trotzdem umgeknickt. Das habe ich viermal gemacht und dann habe ich die weggeschmissen. Und habe mir daraufhin, weil das Sommerschuhe auch waren, auch so ähnliche, wie du die anhast, gekauft. Und habe diese eigentlich nur im Berg oder wenn es richtig matschig ist an. Weil die haben ein ganz anderes Profil, wenn man wirklich in den Alpen oder in den Bergen läuft, egal wo, sind die einfach, habe ich einen sicheren Halter drin als in diesen leichten. Wer gerne viel wandert, sollte aber eher zu leichteren Schuhen mit harter Sohle greifen. Und weshalb ist die Wahl der Socken wichtig? Diese doppellagigen, da kriege ich halt keine Blasen drin. Und ich habe da wirklich super Erfahrung. Du hast Merino an? Ja, aber auch doppellagig. Auch doppellagig? Wer hat schon mal getragene Socken an? Die von der tatsächlich. Also nicht keine. Warum keine frisch gewaschenen, sondern getragen? Sag du mal. Einfach, weil es sich besser anfühlt tatsächlich. Also es fühlt sich so an, als würden sie mit am Fuß hängen. Und frisch gewaschene hat man immer das Gefühl, dass da wie so eine Art nach ein paar Kilometern wie so eine Art Schicht ist, die dann, als wenn sie noch mal extra trocknen müssten oder sich an den Fuß gewöhnen müssen. Ah, okay. Hat jeder von euch ein zweites Paar Socken dabei, falls was ist? Ja. Heute nicht, aber ich meine jetzt für eine größere Wanderung, meine ich jetzt. Also das gehört auf jeden Fall mit dazu. Ja. Ja, sehr spannend. Und? Man merkt, dass eine nicht richtig passt. Ja. Ist auch schon mal vorgekommen. Und Blasenpflaster mitnehmen. Ja, habt ihr auch dabei? Ja, auf jeden Fall. Okay. Muss man mit haben. Der Vorteil von Socken aus Merino-Wolle: Bei Hitze schwitzen die Füße nicht, bei Kälte werden sie ideal gewärmt. Zudem haben Wandersocken ein Polster, das die Füße an den richtigen Stellen schützt. Wir wandern noch ein bisschen weiter, denn das Sauerland hat einiges zu bieten. Dank Wanderführer Marvin verlaufen wir uns auch nicht. Anders kann das aussehen, wenn man sich auf die Technik verlässt. Um zu testen, was einschlägige Apps fürs Handy so können, habe ich meine Redaktion losgeschickt. Start im Bergischen Land. Dann schauen wir mal. Hallo zusammen, ich habe eine Aufgabe für euch, liebe Redaktion. Erstmal bitte die Wander-Apps Komoot und Outdoor Active runterladen und dann eine Wanderung zur Nähe-Talsperre herausfinden, die so 5 bis 6 Kilometer lang sein soll. Das ist in Wipperfürth und ich werde euch dann treffen und natürlich mir von euren Ereignissen und Erlebnissen berichten lassen. So um die Mittagszeit dürft ihr mich treffen. Okay. Also wir müssen jetzt einfach nur eine Route von 5 Kilometern quasi, die uns im Kreis führt. Im Kreis. Wir müssen mittags wieder hier sein. Kurz vor 11. Ja. Okay, also Stunde, anderthalb, einmal im Kreis. Ja. Okay. Was war das? Outdoor Active und Komoot. Ja, Komoot kenne ich auch. Also sagt mir was. Outdoor Active habe ich noch nie gehört. Dann machen wir das. Machen wir das so mal. Route ins Wanderglück. Apps im Check. Komoot und Outdoor Active sind Apps, mit denen sich Wanderrouten auf dem Handy planen lassen. Bei einschlägigen Tests liegen diese beiden immer vorn. Doch wie läuft es in der Praxis?
Caro, Nico, Caroline und Maurice machen heute den Check. Was sollen wir zuerst machen? Komoot oder Auto machen Active? Machen wir Komoot als erstes. Ja. Komoot, ja. Finde dein nächstes Abenteuer. Sieht schon mal schön aus auf jeden Fall. Wir sind ja auch im Abenteuermodus. Okay. An meinem Standort? Finde fertige Touren, vielleicht ist das irgendwie entspannter. Okay, 20 Wanderungen. Von hier aus quasi. Genau. Und ich würde sagen, wie viele Kilometer sollte sie sein? 5 bis 6. Die da. Ja. 5,8. Ja, nehmen wir doch die. Ja. Mittelschwer, da sehe ich uns. Da steht auch eine Zeit, 1,5 Stunden soll das dauern. Ist so gut. Das würde ja passen. Wenn man da jetzt drauf drückt, was passiert dann? Er zeigt direkt an, 1 Stunde 35, ungefähr 5,9 Kilometer. Und du könntest uns jetzt einladen, an deiner Tour teilzunehmen. Wollt ihr mitmachen? Okay. Okay. Trittsicherheit erforderlich. Okay, das sagt mir dann auch direkt, zieh am besten Schuhe an, die so ein bisschen fester sind. Nicht in Flipflops. Kann ich die Sachen jetzt auch irgendwie filtern? Also nach Dingen, die mich jetzt besonders interessieren? Wir haben uns jetzt natürlich hauptsächlich auf die Länge, über die Länge gefiltert, sag ich jetzt mal. Aber wenn da jetzt kommt, die ist ultra schwer, dann will ich die vielleicht nicht gehen. Dann gibt es vielleicht auch eine, die dann für mich geeigneter ist. Also wenn ich hier hochwische, habe ich so immer so einen kleinen Überblick von den jeweiligen Wanderungen. Und dann sehe ich halt direkt mittelschwer, schwer, die ist jetzt nicht für uns. Also das hätten wir jetzt eben auch machen können, einfach zu gucken. Wäre einfacher gewesen. So, dann sieht man auch direkt, okay, wie lange und wie viele Kilometer und so. Ich finde das eigentlich ganz übersichtlich. Um die Streckenvorschläge nutzen zu können, meldet sich die Redaktion kostenfrei an. Wer mehr Funktionen braucht, muss bezahlen. Erstellt und hochgeladen werden die Routen von den Nutzern. Jeder kann da hochladen, ohne dass die Routen geprüft werden. Ist das bei AutoActive auch so? Gucken wir uns die mal an. Habe ich noch nie zuvor gehört. Ich auch nicht. Wir sind hier auf der Mauer und jetzt gebe ich mal hier oben ein, Neiertalsperre. Also ich finde, bisher sieht es ganz genauso aus. Noch nicht so große Unterschiede. Also wir haben uns ja eben in der App bei Entdecken quasi schon eine Route ausgesucht. Vielleicht wird uns hier ja auch direkt eine schöne vorgeschlagen. Da braucht man aber viel Geduld. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um. Ich weiß gerade nicht, ob es halt an der App liegt oder daran, dass wir hier halt ein besseres Internet haben. Die Route am besten schon zu Hause per WLAN aussuchen. Beide Apps bieten die Möglichkeit, sich die Routen offline herunterzuladen. Ich habe zumindest noch ein bisschen LTE und habe es hier jetzt mal gefunden, zumindest wo wir sind. Mhm. Plankarte entdecken. Ich drücke mal auf Entdecken, okay? Ja. Maurice sucht nach einem Weg, der den Angaben von Yvonnes Videobotschaft entspricht. So. Das sind die beiden, die mir angezeigt werden. Kann aber auch daran liegen, dass die Community größer ist und da einfach mehr, gefüttert wird. Ja. Hatte man hier die Highlights entlang der Route? Okay, also es gibt ein paar Highlights. Jetzt, das war da auch detaillierter. Ne? Ich finde es auch nicht so übersichtlich wie bei Komoot. Und vor allem finden wir hier keine, die jetzt genauso lang ist wie die, die wir uns gerade ausgesucht haben. Und ich finde auch ehrlich gesagt, die einfach nicht so übersichtlich. Also bei Komoot hatte ich erst so das Gefühl, dass ich alles auf einen Blick habe. Erstes Fazit. Komoot ist einfacher in der Bedienung. Die Redaktion entscheidet sich für ihren Test für diese App. Ob die digitale Wanderkarte auf allen Wegen richtig liegt und Caro und Co. Spaß beim Wandern bringt? Wir schauen zwischendurch mal rein. Zurück im Sauerland geht es jetzt nochmal um die richtige Ausrüstung. Die Wandergruppe hat mir viele praktische Tipps gegeben. Immerhin soll der Tag ja unbeschwert verlaufen. Doch der Markt bietet viel und so eine Ausstattung kann schon mal ordentlich ins Geld gehen. Deshalb erklärt Marvin mir jetzt nochmal genau, worauf es wirklich ankommt. Richtig ausgerüstet. Tipps vom Experten. Los geht's mit dem Schuhwerk. Bei welchem Gelände ist denn ein hoher Schaft besser und bei welchem Gelände würdest du einen niedrigen Schaft wählen? Dieser hohe Schuh ist immer super, wenn es so ein bisschen um Geröllschutz geht. Ja? Wenn es darum geht, dass kein Wasser rein soll, dass kein Dreck rein soll, dass keine Steinchen da rein sollen, dann ist der super. Mhm. Diesen Halt, den er uns am Knöchel gibt, ja, der hat den Vorteil, dass er gegebenenfalls die Folgen, wenn man mal umknickt, reduzieren kann. Aber ein hoher Schaft verhindert nicht das Umknicken. So, wenn ich jetzt einen niedrigen Schuh habe, dann auch einen totalen Sneaker, mit dem ich ja auch sonst durch die Stadt schlurfe und mit dem es alles super geht und ich eigentlich nie Fußschmerzen habe. Mhm. Gute Idee, schlechte Idee? Naja, also prinzipiell, ich bin nicht der Freund davon, dass man direkt super viel Geld ausgeben muss für neue Sachen. Wovon ich aber ein Fan bin, ist von nicht ausrutschen und nicht hinfallen. Mhm. Und wenn wir uns hier einfach mal die Sohle angucken, eine Wurzel und ich liege. Mhm. Wanderschuhe haben immer ein gutes Sohlenprofil mit einer gewissen Tiefe. Dieses garantiert den extra Grip.
Viele Hersteller arbeiten inzwischen mit leichten Materialien, damit der Schuh nicht zu schwer wird, besonders bei einer dicken Schuhsohle. Denn das verwendete Material hat natürlich Einfluss auf das Gewicht des Schuhs. So, pass mal auf. Ich habe meine Redaktion gebeten, meine Redakteurin, mal ihren liebsten Wanderschuh mitzubringen. Das ist ein über 10 Jahre alter Lederschuh zum Wandern. Ja. Da ist jetzt tatsächlich die Frage, Leder oder Kunststoff oder was nehme ich am besten? Ja, also da geht es immer darum, wie sehr geht es um Komfort und wie sehr geht es um Performance oder Leistung. Lederschuh, Vorteil, super, super, super angenehm. Also ein Lederschuh passt sich so mit der Zeit dem Fuß an, man hat ein schönes Fußbett und der läuft sich so richtig schön ein und irgendwann ist es dann mein Schuh. Das ist beim Kunststoffschuh, ne, also sowas hier zum Beispiel, ist das nicht zwingend so. Ne? Das ist alles etwas härter, griffiger, aber aus meiner Sicht der größte Vorteil beim Kunststoffschuh, viel leichter. Und kann so auch beispielsweise, wenn man Probleme mit den Knien hat, unterstützen, dass man nicht so viel Gewicht am Fuß mit sich trägt. Genau. Wasserdichte Modelle gibt es bei beiden Materialien und in jedem Preissegment. Eine innere und äußere Membran sorgt dafür, dass kein Wasser in den Schuh läuft. Tipp: unbedingt imprägnieren. Also je mehr du imprägnierst, desto mehr hast du sozusagen Schutz, weil bevor erstmal dieser Druck auf die Membran entsteht. Mhm. Ne, denn der entsteht nicht direkt, sondern das Wasser muss ja erst durch das Obermaterial auf die Membran treffen. Das heißt, ich kann einen günstigeren Schuh, der jetzt nicht die allerhöchste Anforderung an Wasserdichtigkeit hat, kann ich aufwerten, indem ich den vernünftig imprägniere. Ja, tatsächlich. Und dann auch regelmäßig imprägnieren, weil die nutzt sich ja auch ab. Ne? Also je mehr du damit dann querfeldein demnächst läufst, desto mehr solltest du danach imprägnieren. Durchs Imprägnieren und die richtige Pflege halten die Schuhe auch länger. Nächstes Wanderutensil, der Rucksack. Das ist mein Rucksack. Das ist dein Wanderrucksack. Ja, also das ist mein Rucksack. Ich hab bis jetzt noch nicht verstanden, wozu ich einen Wanderrucksack brauche. bei dem verstehe ich das auch nicht. Also ich nehme den habe ich halt schon total lange. Nur was wir bei Wanderrucksäcken ja immer so schätzen, ist das körpernahe Tragen von Gewicht. Das ist da nicht. Mhm. Und die Möglichkeit von einem Hüftgurt. Viele Leute sind empfindlich im Nackenbereich. Ne? Also gerade durch dieses ganze Sitzen und so hat man eine bestimmte Haltung, die man einnimmt. Und wenn da dann Zug vom Rucksack, von den Rucksackgurten auf den Nacken kommt, dann kommt es zu einer reflektorischen Gegenspannung. Ja? Und da hilft es enorm, wenn man da dann sagt, pass auf, ich hole mir einen Wanderrucksack, setz mir den auf die Hüften und entlaste den Nacken. Gut, natürlich habe ich Nackenschmerzen, wenn ich damit 2 Stunden gelaufen bin. Wanderrucksäcke helfen durch verschiedene Gurte und Riemen, das Rucksackgewicht, das sonst auf Rücken und Schultern liegt, besser zu verteilen. Das muss ich jetzt erstmal ausprobieren. Du hast jetzt hier den Hüftgurt mittig auf dem Hüftknochen. Ne? Also obere Kante vom Hüftknochen, da sollte mittig der Hüftgurt liegen. Jetzt hast du da im Prinzip erstmal deine Hüfte gepackt. Mhm. So, jetzt geht hinten am Rücken der Rucksack hoch und der Rucksackrücken ist selber immer verstärkt. Ja. Und durch diese Verstärkung, kannst du dir jetzt vorstellen, ist das wie ein Kran, der hinten auf den Hüften aufsetzt und der hierüber den Rucksack erstmal hält. Mhm. So, jetzt kannst du ganz sanft die Schultergurte anziehen. So, ganz sanft, super. Mhm. Und jetzt hast du hier noch, das sieht man so jetzt ganz schön, Lastkontrollriemen. Und das ist jetzt fantastisch hier. Das ist ganz cool, ja. Die zeigen so einen Tacken nach oben. In einem schönen Winkel zeigen die nach oben. Und die kannst du dann, wenn der beladen ist, leicht anziehen. Und dadurch zieht jetzt praktisch über dieses System, zieht der die Schultergurte hoch, ja. Also du ziehst eine halbe Stunde vor der Wanderung losziehen, damit ich den Rucksack richtig aufsetze. Ja, du kriegst aber ein Gefühl für. Wenn du einmal weißt, Hüftgurte, Schultergurte, Lastkontrollriemen und dann Brustgurt. Den Rucksack am besten einstellen, wenn er beladen ist. Die Rucksackgröße ist abhängig von der Tourlänge. Für eine Tageswanderung reichen um die 20 Liter. Im Geschäft kann man seinen Favoriten mit Gewichten testen. Das ist meine Wanderjacke seit über 30 Jahren. Es ist nachhaltig, aber es ist natürlich auch voll old-fashioned und überhaupt nicht modern, wenn ich mir so die neueren Materialien angucke. Das ist alles ein bisschen leichter und es gibt sehr technische Jacken. Das ist auch sehr cool, weil die Materialien so gut verarbeitet sind, dass du mit leichtem Gewicht trotzdem einen tollen Schutz vor Wind, Regen und so weiter hast. So, also das ist ja jetzt nur wirklich ein ganz, ganz leichtes Teil. Genau, das kannst du dir vorstellen. Das ist jetzt nur ein Gewebe, eine Gewebeschicht. Mhm. Ne, meistens ist es ein Polyester oder ein Polyamid. Also Polyamid ist dann noch mal widerstandsfähiger, robuster.
Und da aufgetragen ist dann hier in diesem Fall eine Beschichtung. Da liegt der Schutz hinter, ne? Also der letztendliche Wasser- und Windschutz. Wer beim Wandern vor allen Wetterlagen geschützt sein will, ist mit so einer Jacke auf der richtigen Seite. Das Material schützt vor Wind und Regen, erkennbar an den Begriffen wasserdicht und wasserabweisend auf dem Etikett. Tipp: Auf die Verarbeitung der Reißverschlüsse achten. Sind diese eingearbeitet und getaped, ist das ein zusätzliches Qualitätsmerkmal. Doch wie kleidet man sich denn jetzt für eine Wanderung am besten? Wir müssen erst ganz am Körper anfangen. Unterhemd. Unterhemd, was für ein Unterhemd? Baumwolle. Baumwolle, so, da fängt es nämlich schon an. Du kannst die höchste Hightech-Jacke kaufen. Muss ich dem sagen, was ich für ein Baum, was ich für ein Unterhemd habe? Das ist auch krass. Nur das Material. Ist doch auch ein bisschen krass, oder nicht? Nur das Material. Ja, okay. Baumwolle, ja? Baumwolle fängt den Schweiß auf, gibt ihn aber nicht weiter. Das heißt, am Ende des Tages oder wahrscheinlich nach einer Stunde hast du ein nasses Unterhemd, einen nassen Rücken. Ja? Und Regel für mich Nummer eins, wenn du einen nassen Rücken hast, eben Shirt wechseln. Mhm. Weil das ist es dann, was dich natürlich auch auskühlt. Das heißt, Hightech-Jacke bringt dir überhaupt nichts, wenn du Baumwollunterhemd anhast. Da lieber ein Funktionsshirt. Das muss gar nicht teuer sein, das muss nicht das Beste sein direkt. Aber irgendwas aus einer Kunstfaser, was den Schweiß zumindest weiterleitet. Dann darüber eine schöne Fließjacke zum Beispiel. Hier sowas, ne? Mhm. Sowas darüber. Und dann eine Wetterjacke darüber. Mhm. Ne? Der sogenannte Zwiebellook also. Werden die richtigen Materialien miteinander kombiniert, wird das Auskühlen nach dem Schwitzen vermieden. Dabei muss die Ausrüstung nicht viel kosten. Das ist im Prinzip so der sportliche Gedanke hinterm Wandern, ne, den überhaupt nicht jeder mitgehen muss. Weil es ist nicht für jeden Sport. Ne, ganz klar, wenn wir langsam spazieren gehen, brauche ich keine sportliche Ausrüstung. Da hätte ich mich jetzt auch bei der Redaktion beschwert, dass wir hier eine Sportsendung machen. Das hat mir nämlich keiner gesagt. Wer Wandern als neues Hobby entdeckt, muss sich also nicht gleich in Unkosten stürzen. Ganz wichtig bei allem, man muss sich mit der Ausrüstung wohlfühlen. Ein Vorteil heutiger Materialien, sie sind leichter und kommen dennoch mit wichtigen Schutzfunktionen daher. Wie läuft es bei meiner Redaktion im Bergischen? Also, wir sind ja jetzt einfach mal rebellisch in die andere Richtung gelaufen. Die App springt aber nicht um. Also die sagt jetzt immer noch, jetzt links. Da führt uns die Route aber eigentlich gar nicht lang laut der blauen Markierung. Wir müssten eigentlich hier rechts. Der Pfeil auf der Route sagt aber, wir sollen zurückgehen. Also haben wir jetzt drei Optionen, was wir machen können. Kaum losgegangen und schon am Scheideweg. Die Redaktion bleibt rebellisch und entscheidet sich entgegengesetzt zur angegebenen Richtung zu laufen. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass es... Also der sagt mir, falsche Richtung, schau auf die Karte. Nur weil wir uns jetzt entschieden haben, anders zu laufen. Ja. Ah, aber jetzt sagt er mir, Navigationsrichtung umkehren. Ja, ja, umkehren. Das beruhigt mich aber. Ist doch schön. Gott, also. Ja, weiter geht's. Also ich mache einmal den Ton an und ich stecke das Handy in die Tasche. Und guck mal, ob der uns weiter navigiert. Weil ich habe jetzt keinen Bock, das Handy 2 Stunden in der Hand zu haben. Und das zieht ja auch Akku. Also. Ja. Das sind jetzt so knapp 200 Meter. Also wir laufen jetzt nicht 2 Kilometer. Werden wir nicht hören. Mal gucken. Doch so ganz ohne einen Blick aufs Display geht's dann wohl doch nicht. Wie lange müssen wir denn eigentlich noch laufen? Steht das da irgendwo? Da steht, wir sind seit 11. Bei nächster Möglichkeit leicht links. Sie hat gesagt, bei nächster Möglichkeit leicht links. Sie spricht mit uns. Cool. Wir sind jetzt noch nicht mal 1 Kilometer gelaufen. Verbleibend 4,3. Noch 1 Stunde 11, sagt sie. Leicht links? Ach, leicht links. Ist das nicht leicht links gemeint? Nee. Warte mal. Jetzt leicht links. Jetzt leicht links. Nee, über die Straße. Stimmt drüber. Aber nicht. Wir müssen über die Straße. Also ja, das ist ja gut. Ein bisschen auf die Karte gucken muss man auch noch. Es hilft, schon mal nach Karte gegangen zu sein. Die Kommandos der App kommen manchmal zeitverzögert. So, man ist auf jeden Fall ein bisschen abseits. Ja, aber das war mit Trittsicherheit gemeint, ne? Also wenn du jetzt wackelig auf den Beinen bist oder so, dann kannst du das nicht machen. Jetzt müssen wir hier noch so einen reißenden Bach überqueren. Das ist lebensgefährlich. Aber ist eine kleine Brücke. Willst du echt nehmen, oder? Ja.
Also man hat hier auf der Route auch so rote Punkte. Und hier ist ein Highlight direkt voraus. Oh mein Gott! Pausenbank mit schönem Ausblick. Ah, das war kein Highlight. Frank schreibt, sehr schöner Platz, etwas abseits der Straßen. Einfach mal die Ruhe und den Blick genießen. Ich glaube, die ist es. Wow! Also, so. Also das ist hier der schöne Ausblick. Okay. Wir können ja mal vergleichen. Ja, ich meine, da hat er nicht gelogen, ne? Ja, hässlich ist es nicht. Nö. Ja. Und es ist ja trotzdem gut, dass man weiß, hier ist eine Bank, wo man mal pausieren kann. Also da kann man seine Pausen ja auch schon ein bisschen planen, danach ausrichten. Ja. Ja, dann machen wir mal Pause, oder? Und wofür eignet sich so eine Pause am besten? Zur Stärkung. Dabei kommt es auf den richtigen Proviant an. Kraft für unterwegs. Proviant auf Wanderungen. Und er weiß, wie die perfekte Brotzeit zubereitet wird. Stefan Lück zeigt Yvonne, welcher Proviant einem auf einer Wanderung Kraft und Energie geben kann. Ein Garant sind Haferflocken. Was gut ist bei Haferflocken, ist natürlich, dass es auch nachher gut verdaulich ist, dass wir so was wie Porridge machen und so Overnight Oats daraus machen. Also das Erste, was wir machen, wäre praktisch, dass wir Haferflocken, ganz normale Haferflocken, kann man mischen, groß oder kleine, mit Milch oder Hafermilch, was auch immer, aufkocht. Und mein Tipp ist, dass man diese Trockenfrüchte, dass man die mitkocht. Was ist das Positive an Trockenfrüchten? Ballaststoffreich und sie liefern auch Zucker. Und vor allen Dingen hier haben wir Aprikose und Pflaume. Und die sind super, weil die sind gar nicht so zuckerreich. Die liefern genau die Menge an Zucker, die wirklich auch gut ist. Klein geschnitten und in Maßen eingesetzt, stärken Trockenfrüchte das Immunsystem und liefern wichtige Ballaststoffe und Antioxidantien. Was ist denn da noch besser dran, wenn ich es über Nacht quasi ziehen lasse? Es geht hier immer darum, dass wir dann, wenn wir es brauchen, die Energie, dass die wirklich dann, sagen wir mal, regelmäßig kommt, aber auch schnell kommt. Die Verdauungsarbeit, wenn ich mich beanspruche, also ich rede jetzt nicht über Spazierengehen, ich rede jetzt wirklich über Wandern. Ja. Ja, dann ist es ja so, ich habe ja eine Aktivität. Und die Aktivität, die hemmt so ein bisschen die Verdauungstätigkeit. Mhm. Ja, und deswegen, ich sage jetzt mal, ein Schweineschnitzel essen davor wäre ziemlich blöd. Ja. Deswegen lassen wir das über Nacht ziehen. Dann löst sich der Kleister auf, das Fett löst sich auf, die Ballaststoffe werden leichter und dann wird es insgesamt leichter verdaulich. Okay, verstehe. Eine gute Portion Energie. Denn das Eisen aus den Haferflocken kann der Körper durch das Vitamin C der Blaubeeren besser aufnehmen und speichern. Leinsamen halten den Blutzuckerspiegel in der Bahn und liefern wichtige Ballaststoffe. Dazu etwas Joghurt für den frischen Kick. Und was liefert die Industrie dagegen? Bergsteigerriegel, der nussige Riegel mit Schokoladenüberzug, der mir ja auch verspricht, hier mit ganz viel Protein unterwegs zu sein. Also hier steht ganz eindeutig klar, es ist ein Energieriegel als Magnesiumquelle. Aber das ist ja nur ein Nährstoff. Wir brauchen ganz viel Vitamin B1 zum Beispiel, um die Kohlenhydrate stoffwechseln. Wir brauchen Vitamin B6, um den Proteinstoffwechsel zu betreiben. Wir brauchen Vitamin B12, ja, und Folsäure, um diese ganzen anderen Wirkstoffe auch umzusetzen in Energie, damit die Zellen geschützt werden. Wenn ich Leistung bringe. Und das ist doch total einfach. Das liefert uns die Natur. Das liefern uns diese Overnight Oats. Aber hier haben wir konstruierte Produkte, die eigentlich eher Werbung machen, nur mit Low Carb, mit proteinreich etc. Naja, mit Schlagworten einfach, mit Schlagworten, die man sowieso nicht richtig versteht. Und das, da muss man sich einfach verabschieden. Ich will das keinem nehmen. Jeder darf das essen. Das tut auch nicht weh. Wenn ich aber wirklich von optimierter Ernährung für meine Leistung beim Wandern zum Beispiel spreche, dann bin ich nicht hier, dann bin ich eher da. Riegel also lieber im Regal liegen lassen. Das Gute am Selbstgemachten, man kennt die Zutaten und kann selbst portionieren. Wer nicht so ein Fan vom Süßen ist, für den gibt's was Deftiges. Wie sieht die perfekte Wanderstulle aus? Also das Perfekte erstmal ist das hier. Das muss ein Vollkornbrot sein. Mhm. Ja, und davon idealerweise zwei. Mhm. Ja, und die kann man jetzt natürlich, wenn man das möchte, mit Butter beschmieren. Und Butter hat den großen Vorteil, dass es im Gegensatz zum Pflanzenfett ein Fett hat, was sehr leicht verdaulich ist. Okay. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wenn wir in einer Belastung sind, wir immer nur dann das essen, was auch leichter verdaulich ist. Und deswegen durchaus Butter drauf. Aber wir toppen jetzt mit Käse. Okay. Käse kommt da einher mit noch mal ganz vielen B-Vitaminen, ja, die wir ja für den Stoffwechsel brauchen, für die Energiebereitstellung. Und wir haben Calcium. Mhm. Ja, Calcium und Magnesium durch das Brot. Das sind zwar zwei Antagonisten, also Gegenspieler, aber wir brauchen beide. Wie bei den Overnight Oats stimmt auch bei der einfachen Stulle die Kombination.
Vollkornbrot liefert wichtige Mineralstoffe, die der Körper für einen optimalen Stoffwechsel benötigt. Gurke, Paprika und Tomate steuern die nötigen Vitamine bei. Also ich habe ja für mich festgestellt, dass diese Salami-Peitschen, die geben mir so schnell wieder Energie. Die finde ich richtig cool. Was sagst du? Ja, wenn du jetzt so eine 5-10 Kilometer Wanderung hinter dir hast, dann hast du eben geschwitzt, dann hast du auch Salz verloren. Dann kommt so dieser Salzhunger. Ja, und das ist das, was du meinst. Er gibt mir irgendwas Tolles. Ja, finde ich gut. Gegen das Pökeln allerdings habe ich was. Aber da gibt es auch wieder eine Lösung. Das hier. Ah, ja. Die packe ich dagegen quasi. Genau, die packt man dagegen. Das Vitamin C hilft einfach, dieses Pökelsalz ein bisschen zu kaschieren, damit die Schleimhaut nicht komplett davon angegriffen wird. Wusste ich nicht. Also gehört zu so einer Peitsche immer auch eine Handvoll Tomate mit dazu. Eben, das ist super. Ich kann nur diese ganzen tollen Gerichte hier optimal verwerten, ja, wenn ich auch genügend Flüssigkeit zu mir nehme. Aber da hat sich die Industrie natürlich auch gedacht, mein Lieber. Jetzt weiß ich schon, was also kommt. Nur, damit ich überhaupt nicht nachdenken möchte, dass ich ja noch mehr Energie zurückbekomme, die ich beim Wandern verloren habe, wenn ich diese Vitamin B, D, Magnesium und Zink-Zitrone-Geschmack-Getränke zu mir nehme. Also diese ganzen Getränke sind vollkommen überflüssig. Ja, jeder darf sie trinken, jetzt tut sich keiner was damit an. Mhm. Aber sie sind überflüssig, weil wir haben eben drüber gesprochen, wir haben so viele Nährstoffe, so viel Energie und so viel Potenzial jetzt, ja, dass wir das gar nicht brauchen. Wir brauchen eigentlich jetzt nur Wasser. Denn Vitamin- und Energiewässerchen sind im Breitensport meist nicht nötig. Das optimale Sportgetränk ist die gute alte Apfelschorle. Achtung beim Mischverhältnis. Hier am besten ein Drittel Saft, gern naturtrüb, und zwei Drittel natriumreiches Wasser. Tee ist eine prima Alternative zum Saft. So, kommen wir mal zur Banane. Die gehört ja wohl in jeden Wanderrucksack. Mhm. Und zwar in jedem Reifegrad, richtig? Mhm. Ja. Oder erklär noch mal. Ja. Also mit den Bananen, das ist schon hochspannend. Ich finde die sensationell, gerade im Sportbereich und Leistungsbereich. Warum? Weil wenn wir die jetzt so grün essen, dann sind die Kohlenhydrate, die da drin sind, viel resistente Stärke drin. Das heißt, da kann ich gar nicht so wahnsinnig viel Energie direkt auf einmal von beziehen. Das braucht Zeit, braucht Verdauungszeit. Mhm. Ja, wenn ich die jetzt so gelb esse, dann ist da schon ein Großteil der Stärke in Zucker umgewandelt. Ich habe eine gewisse Menge Energie, aber ich habe eben noch ein bisschen Puffer hinten raus. Ideal fürs Wandern. Mhm. Ja, wenn ich aber jetzt kurzfristig schnelle Energie brauche, dann nehme ich eben reife Bananen. Denn dann ist die Stärke komplett in Zucker schon umgewandelt und gibt mir sofort ganz schnell Energie. Damit diese nicht sofort wieder verpufft, sollte auch hier kombiniert werden. Vollkornprodukte oder Hafer unterstützen die Bananenenergie. Damit wirkt die Frucht besser als jeder Traubenzucker. Und jetzt stelle ich mir meinen perfekten Proviant zusammen. Ich nehme den Rest von meinen Overnight Oats mit, den ich noch nicht aufgegessen habe. Gut. Dann habe ich außerdem schönes Käsebrot dabei, so eine ordentliche Klappstulle. Ja, aber mit Paprika und Tomaten. Mit mehr Gemüse, vielleicht ein bisschen Kräuter noch mit dazu. Zwei, drei von den Peitschen würde ich mir auch noch einpacken. Natürlich. Und eine Handvoll Tomaten und auf jeden Fall auch ein bisschen Obst. Und dann kannst du richtig lange und freudig wandern. Und Wasser, mindestens 2 Liter Wasser, Leute. Ja. Das muss sein. Weil wenn ich 4 Stunden wandere, habe ich verstanden, dann muss ich 2 Liter Wasser mitnehmen. 2 Liter, ey. Lass ich meinen Mann schleppen. Ich bin mittlerweile im Bergischen angekommen. Hier testet meine Redaktion, wie digitale Wander-Apps funktionieren. Bevor ich sie gleich treffe, möchte ich noch ein wenig über Wanderwege und Orientierung erfahren. Dazu treffe ich Wegemanager Wastelroth Seefried. Der sorgt im Naturpark für sichere Wege und eine gute Beschilderung. Er ist der Wanderwastel, also der Experte hier im Bergischen, wenn es darum geht, raus in die Natur zu gehen, wenn ich das gerne möchte. Wie soll ich eine Wanderung planen? Wann soll ich die am besten planen? Also ich würde auch einen Tag vorher planen, das ist jetzt alles nicht schlimm, aber ich würde mich schon irgendwie im Internet oder bei den Touristinfos vorher informieren, wo kann ich, wie lang die Strecke und. Und vor allen Dingen natürlich auch das Wetter abfragen. Wie lange so eine Wanderung sein muss, da klingelt es bei mir, ne? Dass man das einschätzen kann. Wie viel sind eigentlich 5, 12, 15 Kilometer? Was ist denn so eine ideale Wanderroute von der Länge her? Also die ideale Länge, um, ich sag mal, Genusswandern zu haben, damit das Wandern auch ein bisschen Spaß macht und damit man auch ein bisschen Natur erlebt, sind 8 bis 12 Kilometer. Bei Wanderungen mit Kindern sind, je nach Alter, jedoch 4 bis 8 Kilometer ideal. Und wenn mich jetzt die Lust überkommt, ich bin hier in so einer schönen Gegend und denke so, boah, ich wandere jetzt einfach los, ist das eine gute Idee? Selbstverständlich kann man auch direkt loswandern.
Wir haben in den Naturparken teilweise schon neue Wandertafeln zum Beispiel aufgestellt. Mhm. Und dann, was ich dann immer mache, wenn das spontan ist, ich fotografiere mit dem Handy eben die Wandertafel ab. Und dann gehe ich los. Und da sind aber in der Regel immer nur die markierten Wanderwege dargestellt. Und dann folge ich immer nur der Markierung. Ja, das ist ein super Tipp. Dann kann ich auch spontan einfach losziehen, ja, und habe immer auf meinem Handy immer so ein, quasi die Wanderkarte dabei. Wanderwegtafeln stehen zu Beginn eines Weges und an Park- oder Sammelplätzen. Auf diesen finden sich Wegbezeichnungen und Markierungen. Die Wegezeichen findet man dann auf den Wanderwegen wieder. Früher ist das eine Qual gewesen. Du bist irgendwo, weiß ich nicht, im Sauerland, im Bergischen unterwegs gewesen und hast alle 1 Kilometer mal so ein Zeichen irgendwo gesehen, was dann auch noch halb verwaschen gewesen ist. Was habt ihr gemacht, damit es einfacher ist für die Wanderer? Das haben wir so umgesetzt, dass es einfacher für die Wanderer ist, indem wir die Richtlinien vom Deutschen Wanderverband zur Markierung von Wanderwegen angehalten haben. Und da musst du nämlich alle 250 Meter ein Beruhigungszeichen setzen. Ach, ein Beruhigungszeichen ist das. Das finde ich ja bemerkenswert. Also, dass ich dann quasi, wenn ich denke, oh Gott, sind wir richtig, dass ich dann nur eine kleine Strecke zurück oder vorlaufen muss und direkt wieder das nächste Zeichen entdecken kann. Genau. So, und das ist ganz wichtig, weil nur wenn du das im Unterbewusstsein nur wahrnimmst, dann haben wir überhaupt den Erholungswert, den geistigen Erholungswert, wo man dann die Aufmerksamkeit auch für die Natur hat. Ja. Und ich guck mal nach da hinten, dann sehe ich jetzt schon, mit Gelb und mit Rot ist was markiert, da ist Schrift, also ich habe das nächste Zeichen, den nächsten Wegweiser direkt vor Augen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es wird auf Sicht markiert. Mhm. Und das ist gerade in den letzten 10, 15 Jahren mit Aufboom des Wandertourismus auch gekommen. Früher hat man parallel markiert, also sprich einfach hier an die Seite. Mhm. Wenn du aber in die Richtung guckst, dann siehst du das hier gar nicht. Mhm. Und wenn du auf 12 Kilometern ständig rumgucken musst, wie beim Tennis spielen, dann macht das Wandern keinen Spaß. So, jetzt sehe ich aber vor lauter Zeichen fast den richtigen Weg nicht mehr. Also ich komme vom Wupperweg und von der Straße der Arbeit. Ich gehe Richtung A7 und ich will aber der 28 folgen, also den Graf-Engelberg-Weg gehen. So, und wo muss ich jetzt lang? Du schaust dich um, wo ist das nächste X? Da ist ein X, aber da steht A1. Da kommst du ja her. Da komme ich ja her, genau. Und dann sehe ich da oben wieder ein X. Das heißt, ich muss in die Richtung gehen. Genau so ist das. Ah, okay. Das ist da oben die sogenannte Quittung, dass du ganz beruhigt in den nächsten Weg reingehen kannst. Und normalerweise muss dann nach diesem Zeichen da oben 250 Meter weiter das nächste X sein. Grundsätzlich in Deutschland in beide Richtungen. Mhm. Das ist deshalb, weil wenn du in irgendeiner Notsituation bist, es geht dir schlecht, es kommt ein Gewitter, irgendwas, dass du immer den Weg auch zurückgehen kannst. Bei gut ausgeschilderten Wanderwegen sollte also nichts schiefgehen. Macht es dann Sinn, noch eine gute Wanderkarte mitzuhaben? Ich würde grundsätzlich empfehlen, dass man die analoge Form dabei hat, nämlich eine Wanderkarte oder auf dem Handy eine PDF-Datei gespeichert hat zum Beispiel oder eine Wanderkarte vom Wanderparkplatz abfotografiert hat, damit man sich immer auch analog informieren kann, wo stehe ich denn jetzt, wo bin ich. Dafür muss man so eine Wanderkarte aber auch verstehen und da hört es bei manchen schon auf, wie bei mir. Also hier ist es ja jetzt sehr einfach, weil wir an der Talsperre stehen und du dich auf dem Kartenbild an der Talsperre orientieren kannst. Das heißt, ich stehe schon richtig, ne? Eigentlich, oder? Genau. Ich gehe jetzt in die Richtung weiter. Aha. Und dann ist es dann immer ein guter Tipp, dass man sich an irgendwas orientiert, was ich hier sehe. Aber hier würde ich zum Beispiel ja nichts erkennen können, wenn ich im Grünen unterwegs bin. In der Regel sind die Karten Richtung Norden ausgerichtet, sprich Blattrand Richtung Norden. Ja, aber Kollege, ich bin ja kein Navigationssystem, ich bin auch kein Kompass. Ich weiß nicht, wo Norden ist. Genau. Dann einfach mit dem Rücken zur Sonne drehen, weil mittags steht sie Richtung Süden, die Sonne. So, und dann hast du zumindest das Blatt schon mal so liegen, wie der Wegeverlauf vor Ort ist. Okay. Und dann kannst du versuchen, dich darüber zu orientieren. Also ich brauche so ein minimales Grundwissen, von, dass die Sonne am Mittag im Süden steht. Und wenn es abends ist, ist sie. Und ich muss auch ein bisschen die Himmelsrichtung wenigstens können. Ja. Nie ohne Seife waschen. Dank der Eselsbrücke lässt es sich ein bisschen besser orientieren. Oder doch lieber mit dem Handy laufen.
Was hältst du von den Apps, die man sich aufs Handy laden kann, mit denen man dann wandert, wo unterschiedliche Wanderrouten schon eingestellt sind? Gibt ja viele, Komoot, Outdoor Active oder so. Grundsätzlich ist das mit Sicherheit mit den Apps nicht schlecht und ist eine gute Hilfe oder vielleicht auch eine gute Unterstützung. Nur man sollte halt einfach prüfen, von wem ist das eingestellt worden, wann ist das eingestellt worden in die App. Also ich will sagen, man muss sich auch schon ein bisschen mit der App beschäftigen. Man sollte schauen, wann ist es eingestellt worden. Wenn ich jetzt einen 6 Jahre alten Weg nehme, muss ich damit rechnen. Unter Umständen ist der Weg gar nicht mehr da. Und dann höre ich auch schon mir wohlbekannte Stimmen. Meine Redaktion hat es geschafft. Schön, dass ihr da seid. Guten Tag, wir machen mal so. Ich darf euch den Bastel vorstellen. Hallo. Hallo. Und ich darf dir meine Redaktion vorstellen. Erzähl. Ja, wir sind wieder hier. Also das hat schon mal geklappt. Wir haben uns für diese Komoot-App am Anfang entschieden. Wir hatten ja 2 zur Auswahl, hatten aber ja deine Aufgabe, dass es 5 Kilometer mindestens sein müssen. Und da hat uns die Outdoor Active-App keine passende Route vorgeschlagen. Aha, okay. Da blieb uns nur noch Komoot. Die hat eigentlich ganz gut gepasst, ne? Aber das war schon, also da kann man schon einen guten Tag mit im Bergischen Land verbringen. Ja, wir hatten am Anfang so ein bisschen kurz Schwierigkeiten, weil das nicht ganz verstanden hat. Wir sollten in die Richtung starten. Wir dachten aber, wir machen es mal anders und starten in die Richtung. Da hat er ein paar Probleme, irgendwie hinterherzukommen. Ansonsten hat er uns aber immer richtig erfasst. Ich fand auch die Zeitangaben realistisch. Also, und es waren jetzt am Ende 5,24 Kilometer. Wir sind ein bisschen über eine Stunde unterwegs gewesen. Ja, aber ich meine, ist mir aufgefallen von oben, ne? Also du hast schon die ganze Zeit nach unten geguckt. Ja, wir haben es aber auch ausprobiert, dass ich das Handy mal in die Tasche gesteckt habe. Und die sagt einem dann auch bei der nächsten Gelegenheit links. Also man muss nicht die ganze Zeit gucken, aber die schlägt einem halt auch Highlights vor oder sagt dir, an der nächsten Ecke ist eine Parkbank oder so. Das war natürlich auch praktisch. Was du mir jetzt vorhin schon mal so gesagt hast, ist wichtig zu gucken, wer hat den Weg eigentlich eingestellt? Habt ihr danach geschaut? Wer das war? Ja, ob das jetzt ein zertifizierter Wanderweg ist oder ob das irgendein Wandervogel einfach gemacht hat. Nee, okay. Wir haben einfach nur geguckt, okay, der passt von der Länge, der passt vom Höhenprofil und von der Zeitangabe. Und dann sind wir einfach los. Je nachdem, wann es eingestellt ist und von wem. Weil von wem deshalb? Weil der Weg dann unter Umständen gar nicht abgestimmt ist mit irgendwelchen Eigentümern oder sonst was. Dass man entweder vor versperrten Toren steht oder der Weg ist zum Beispiel gar nicht mehr da. Deswegen bin ich ganz happy, dass ihr da seid. Ja. Ein letzter Tipp. Wer mit App wandert, sollte sich vergewissern, dass der Weg offiziell verifiziert und vor nicht allzu langer Zeit eingestellt worden ist. Durch Unwetter und Klimaveränderung sieht unsere Wanderwelt nicht immer so aus wie auf den Fotos im Netz. Wandern hat sich ja modernisiert und ein Teil sind natürlich die Apps. Und das ist ein schöner Eyecatcher, um überhaupt an das Thema mal heranzukommen und mal ein bisschen von den Knickerbockern wegzukommen. Und Wandern ist ja im Übrigen auch ein kostenfreier Sport. Man muss einfach mal sagen, woanders brauche ich eine riesige Ausrüstung. Da muss ich sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und hier kann ich Natur erleben. Einfach mal eben, kostenfrei. So, und da macht der Bastel das, was eigentlich meine Aufgabe ist, die Abmoderation. Weil Wandern ist tatsächlich 2.0-mäßig ein ganz toller Sport, den jeder sofort anfangen kann. Weil was ich nur sagen kann, ist, dass wir in Nordrhein-Westfalen so viele tolle und sichere Wanderwege haben, dass es eigentlich überhaupt keine Ausrede gibt, nicht sofort loszuwandern. Man muss auch nicht Gott weiß, wie viel Geld für teure Ausrüstung ausgeben, sondern einfach losgehen mit dem Basiswissen da. Guten Vorbereitung, einmal in die Wetter-App gucken und natürlich ins Kartenmaterial. Und dann steht einem richtig tollen Wandererlebnis nichts im Wege. Also raus in die Natur.